Ich ziehe die Vorhänge auf und blicke aus dem Fenster. Es regnet heute wieder. In gewisser Hinsicht kann ich sagen, dass es ziemlich gut tut, den Regen nach Jahren des Ausfalls wiederzusehen. Die Erde ist heute nicht mehr das, was sie einmal war. Früher war sie blau und grün, Bäume und Wasser. Doch genau wie wir es tun, wird auch die Erde irgendwann mal alt. Wasser trocknet aus, Bäume sterben, während die Menschen sich weiter vermehren. Bald schon wird es nichts mehr zu essen geben. Darum hat die Regierung vor 20 Jahren ein Projekt ins Leben gerufen und sie das Olympus-Projekt genannt. Ein Projekt mit dem Ziel, schwebende Inseln über unserer sterbenden Erde zu erschaffen. Das Wasser und die Erde lassen sich nicht mehr erneuern, weswegen Forschung betrieben wurde, um synthetischen Ersatz zu finden. Seit die Erde endgültig abgestorben war, gelang es nicht, die synthetische Erde unterzumischen. Deswegen die schwebenden Inseln. Sie schweben nur 3000 Meter über der Oberfläche. Aus einem einfachen Grund. Mehr Höhe hätte längere Forschungszeit und höhere Kosten bedeutet. Und das war einfach nicht drin. Vor 5 Jahren war es dann soweit. Menschen durften auf die Inseln ziehen. Das Projekt hatte eine Menge Geld gekostet. Du kannst dir also wahrscheinlich denken, dass der Umzug nicht umsonst war. Es war auch nicht günstig. Doch die Überlebenschancen auf dem Boden sind verschwindend gering. Also taten die Menschen alles, was sie konnten, um ihren Umzug bezahlen zu können. Für die Reichen war das natürlich kein Problem. Und die Armen? Sie haben alles verkauft, was sie konnten, selbst ihre Nieren, um sich eine Bürgerschaft auf dem Olymp zu erkaufen. Leider hatten ich und meine Familie wirklich gar nichts mehr, was wir hätten verkaufen können. Hier sind wir also, auf dem Boden, warten darauf, zusammen mit der Erde zu verfallen. Wir bedauerten unsere Armut, zumindest bis vor ein paar Wochen. Es war riskant, Inseln in der Erdatmosphäre schweben zu lassen, denn der Einfluss der Schwerkraft musste richtig berechnet werden. Und es schien so, als hätten sie einen Fehler gemacht. Einer der Inseln hatte vor Wochen begonnen zu zerbröckeln. Die Menschen mussten evakuiert werden. Selbstverständlich gab es Rettungsschiffe. Aber nicht einmal ansatzweise so viele, wie es Menschen in den Kolonien gab. Wie also unschwer zu erraten ist, schafften es nur diejenigen, die dafür bezahlen konnten. Schon wieder. Ja, ich hasse den Kapitalismus. An diesem Morgen beginnt eine weitere der Inseln zu zerbröckeln. Die Rettungsschiffe sind ausverkauft. Und was passiert mit den restlichen Menschen der Kolonie? Sie können nur darauf warten, dass die Insel komplett zerbricht und zu Boden fällt. Wenn die Inseln zerbrechen und fallen, fallen die Menschen mit ihnen. Tausende. Von meinem Schlafzimmerfenster aus sehen diese tausenden herabfallenden Menschen ein bisschen aus wie Regen. Also, wie gesagt, heute regnet es wieder. Keine Katzen, keine Hunde, sondern Menschen.